Hallo liebe Freunde und willkommen zu einem neuen Let's Play FIFA Ultimate Team Road to League One. Heute mit Gastkommentar und zwar habe ich mir wieder den Kim geschnappt. Ja, schönen guten Tag. Auch ich begrüße euch jetzt herzlich zu diesem Match. Ja, sozusagen eine Premiere für mich, hier jetzt mal nur als reiner Co-Kommentator zu fungieren. So fungieren, ja. Funktionieren wird es hoffentlich auch. Ja, schauen wir mal. Das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt natürlich dann ganz klar sagen können. Sind jetzt mal gespannt, wie das Ganze hier läuft. Ich weiß nicht, wie viel Spiel ist denn das jetzt? Das ist jetzt in Liga 2 das vierte Spiel ist das jetzt. Von insgesamt 9? Ist eine gute Frage, weiß ich gar nicht so genau. Es gibt ja eine Gesamtanzahl an Spielen pro Saison. Ich glaube, das sind immer so, müssten so um die 12. Ich glaube, es sind 12 Spiele. 3 davon haben wir jetzt hinter uns. 3 Siege, 3 glorreiche Siege. So. Schauen wir einfach, was uns der ganze Spaß hier bringt. Wir sind im Signal Iduna Park, allerdings als Auswärtsmannschaft. Was natürlich Sie macht. Komischerweise. Weil kann wir ich das Heimtrikot tragen. Ja, wie ihr seht, wir spielen gegen eine englische Auswahl. Und dann schaut man die ganze Schose einfach mal, ne? Mal gucken, ob wer den Coin Toss gewinnt. Das sind ja wir. Das Beste draus machen auf jeden Fall. Genau. Und los geht's. So, nach vorne. Vielleicht mal wieder Tor! Zum Anfang der Arschloch-Trick. Ja. Muss natürlich sein. Richtig. Hätte richtig, auch fast funktioniert. War knapp. Aber da hat er gleich gesehen, da probiert er was. Gleich mal einen Keeper rausgeholt und dann im 16er natürlich. Nur, der Keeper, warum bleiben denn alle Probleme, stehen? In Anführungszeichen angekommen. Ne? So weit. Und, ja, da gibt es auch klar den ersten was? Elfmeter. Zurecht. Ja. Am Arsch. Ja, da beschwert er sich. Und mit was? Mit Recht. Sieben. Sehe ich auch so. Hört ihr mal ernsthaft. Hier, ganz klar beigespielt, wo ist denn das ein Foul? Ich bitte euch. Wo wir da hinschießen? Ich schätze mal, er macht entweder links, unten oder Mitte. Starke aber nicht Prognose. Rechts, aber nicht rechts. Jo, der könnte jetzt auch rechts oder links oder auch oben und unten und natürlich auch Mitte, ne? Ja. Man weiß es nie. Er ist gerade am Überlegen, aber in die Mitte schießt. Ich muss mich konservieren. Oh, der lässt sich Zeit. Konnte Maus. Etikette. Nicht nach rechts, wie gesagt. Ja, zum Glück. Oh, warum ist denn da oben jetzt dieses komische. Ja, weiß nur, wie da hängt. Zeichen da? Ich, usual. Ha, war ich das? Ich glaube, ich habe das Internet kaputt gemacht. Sehr schöner Pass und. Oh, guck, jetzt ist weg. Schöner Abschluss. Ja, Reus halt mal wieder, ne? Genau. Da kannst du natürlich. Ja, sag mal, was hältst denn du jetzt von dieser Mannschaft? Du hast jetzt zum ersten Mal, glaube ich, gesehen. Ja, also jetzt, ich sag mal, in der Vorbereitungsphase, beziehungsweise in der Teamauswahl, sag ich mal, ist ja für mich quasi Vorbereitungsphase, habe ich ja mal einen kleinen Blick drauf geworfen. Ja, Standard bei dir halt, ne, relativ Dortmund-lastig, war ja schon fast zu erwarten. Kann ich mir gar nicht erklären, warum. War ja schon fast zu erwarten, dass du da bis auf ein paar Positionen auf dem Standard Dortmunder System beruhst, ne? Ist ja auch logisch. Mit dem Team bist du sehr gut eingespielt. Gerade so was Spiele zwischen uns beiden jetzt auch angeht, immer wieder. Da sieht man ja immer wieder, dadurch, dass ich halt doch mal ein bisschen gerne rotiere und mal durchaus mal Mannschaften nehme, die ich jetzt nicht jedes Mal. Ja. Ohne ja, mich, mein Freund. Alles im Griff. Nee, und da merkt man das dann halt schon, wenn ich jetzt mal, also ich sag mal, meine Standardmannschaft ist ja Chelsea. Einfach aus Sympathiegründen dem Verein gegenüber, weil ich halt Chelsea einfach cool finde. Schon. Ach, am Arsch, du stehst doch nur auf Zeit. Lampard. Ja, und Lampard, das kommt halt erschwerend hinzu, aber das wird sich ab nächster Saison ändern. Dann muss ich ja einen Verein wechseln. Ja, bist du nur noch Man City? Ja. Nee, ist egal, die Scheißmillionen kriegst du auch. Ja, wenn ich dann mal nicht mit Chelsea spiele und Baller dann halt eben mit Dortmund spielt, da merkt man halt schon, dass er eben gerade auf dem System, was Dortmund halt einfach fair gut eingespielt ist und dass das dann halt Automatismen greifen. Und ja klar, wäre ja blöd, wenn du es jetzt im FIFA Ultimate Team nicht so handhaben würdest, ne? Wenn du da jetzt, sag ich mal, komplett was anderes probieren würdest und dich dann erstmal wieder drauf einschießen musst und so weiter, das macht es natürlich nicht leichter für dich. Kann man so sagen. Von daher profitierst du ja ungemein davon. Das ist ganz klar. Wie gesagt, es wäre ja blöd, wenn du es nicht machen würdest. Wenn du eine Mannschaft hast, von der du halt von vornherein sagen kannst, okay, mit der komme ich gut klar, mit der läuft es, da weiß ich, wie ich spielen muss, über welche Position ich da ein bisschen noch was ändern kann,
und wen ich reinbringen muss oder wie auch immer, um nochmal ein Spiel eventuell auch zu drehen. Ja, da musst du das auch für dich nutzen und in dem Sinne hast du natürlich auch sehr viele Dortmunder. Klar, ein bisschen hast Obacht. Du. Ein bisschen hast du natürlich. Das könnte jetzt gefährlich werden. Bah! Ah, Hilfe! Ja, auch nicht, Schiri! Mal wieder zu sehr verkünsteln wollen. Ja, Entschuldigung, liegt halt. Liegt in der Natur der Sache. Ja. Und draufziehen. Genau. Oh, fast. Das sag ich doch. War ganz gut, ne? Ja. Ja. Ab und zu musst du einfach mal auch drauf ziehen. Ja, ja, ja. Das nee, verlieren ja viele Top-Mannschaften. Also, ja, immer, leider, nö, leider. Man muss immer noch den Schlenzer drin haben. Ja, das haben wir ja während der WM genug oft gesehen. Leider. Von der deutschen Nationalmannschaft auch, wo ich mir immer wieder gesagt habe, Jungs, einfach mal probieren. Scheiß drauf. Ganz ehrlich, wenn vorne nichts wirklich irgendwie in erster Reihe, also direkt vor dem Strafraum, sich nicht irgendwas anbietet und du hast da relativ viel Freiraum, sagen wir mal, ein Quadrat von 5 auf 5 Meter oder so, wo jetzt irgendwie kein Gegenspieler dran ist, einfach mal draufhalten, weißt du, zur Not, wenn du dann halt wirklich, schade, da muss er springen, der gute Tschech. Was war denn das für ein 3? Nee, da musst du halt dann auch mal draufhalten, meiner Meinung nach, um einfach mal auch dann eventuell die Möglichkeit zu nutzen, wenn dann der Keeper jetzt wirklich mehr oder minder überrascht wird und dann... Nur nach vorne abwehren. Ja, nur nach vorne abwehren kann sogar er jetzt hier. Everything is under control, my friends. Und dann einer da steht, klassischer Mittelstürmer, der dann auch da zu stehen vermag, wo er halt ist. Ah, muss, das war der falsche Mann. Das ist typisch FIFA. Ja. Nee, und der den Ball dann ganz geschickt über die Linie trägt, in Anführungszeichen. Das war jetzt ein bisschen dämlich. Ja, schade. Schön war's. Nee. Ich gebe jetzt gleich auf. Nee. Ja, Standard. Nee, und dann finde ich es auch gut, wenn einfach mal aus der zweiten Reihe, dritten Reihe auch mal abgezogen werden kann. Das ist halt mal wieder, immer wieder überraschend. Auch dann kannst du mal gucken, was der Keeper halt macht. Ne? Wenn es gut für dich läuft, wie gesagt, kann der Keeper nur, weil er überrascht ist, nach vorne abprallen lassen oder so, wenn er ganz blöde Scheiße baut. Ja, und dann ist das Ding drin. Ne? Ah. Ja, gut, da hat er jetzt keine Probleme gefangen. Komisch. War jetzt auch aus der fünften Reihe. Mehr oder weniger. Ach, da war ja kein Schuss, das war ja ein Pass. Ja, schon. Ja, das war ein Pass, meine Damen. Ja, aber ich weiß gar nicht. Ich weiß es gerade nur aus dem Kopf. Kroos, Alaba, Lahm und Neuer, oder? Wo nicht bei mir, wo also nicht aus Dortmund sind. Keine Dortmunder auf dem Feld jetzt, also aktiv auf dem Feld. Dann hast du schon mit Lahm den Falschen genannt, weil der spielt gerade aktuell nicht. Ah, okay, aktiv. Dann habe ich. Ah! Lauf! Schieß! Ah, der gelernte Ex-Stürmer! Da musst du direkt abziehen. Der gelernte Ex-Stürmer. Mhm. Macht sie, ne? Ja, komm, als wenn wir aus der Position noch nie einen reingesetzt haben. Nein. Der gelernte Ex-Stürmer. Ja, wer soll es können? Hummels kannst du ja auch immer wieder. Ja. Sehen wir ja. Aber nur mit Ecke und Köpfchen. Ja. Ne? Ich weiß ja, wie es läuft. Nee, aber ja, okay, Lahm habe ich dann vorher nur mal kurz im Blick gehabt und die Statistik angeguckt haben. Nein, also Neuer ist ganz klar. Alaba hier am Ball. Gut, Lewandowski, kann man den noch als Dortmunder werten? Ich sag mal FIFA 14, kann man das noch so. Ja, ne? Kann man das noch als Dortmund führen? Ja, genau. Ansonsten lasst mich überlegen. Ich habe im Zentraldefensiven habe ich. Gündogan? Dortmunder, ja. Es ging jetzt um die Nicht-Dortmunder. Ja, ich bin gerade am Durchchecken. Am Dortmundieren? Genau, am Selektieren. Boah! Boah! Ach, scheiße. Wollte ich ausweichen. Ne, da oben läuft er. Also hinten ist relativ schnell offen bei dir, fällt mir gerade. Ach, das sieht nur so aus. Das war jetzt blöde. Das war aber nicht fair, jetzt hier einfach abzupfeifen. Der Ball war ganz klar bei mir. Ja, da war es ja schon fast durch, ne? Ja, finde ich auch. So, aber eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel. Ja, hinten offen stehen. Hallo, sage ich dazu. So. Los geht's! Lauf! Komm, der war noch so fass. Ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Alaba, ja, Neuer. Das war's. Und das war's. Der Rest Dortmund. Das war's. Groß, der Toni. Ja, der Toni. Der gute Toni. Sonst war's das erstmal. Ich hab zwar noch ein paar natürlich in Reserve. Nö, wer hat das nicht?
Ich könnte jetzt aus dem Stegreif sagen, ich könnte bringen Lahm. Ja, ja. Ich könnte bringen einen ehemaligen Dortmunder, dessen Name mir jetzt leider gerade entfallen ist. Irgendwas mit G oder so. Ja, ja, irgendwie. Ja. Da soll wohl bei der WM relativ gut rausgekommen sein. Da im Finale. Ja, irgendwie. Irgendwie mal kurz aufgefallen, man weiß ja, es nicht. Das genau. Wird doch sowieso nur so ein One-Hit-Wonder des Fußballs. Genau. Na, meins. Scheiße. Oh, der in der Mitte ist aber braches Land, meine Damen und Herren. Ja, da hat er dich verarscht, ne? Ich verarsch nicht, ich wusste ja nur. Oh, da zieht er die gleiche Scheiße ab wie du gestern. Das war ich nicht. Och, jetzt stehen die aber auch blöd da, die Guten. Läuft nicht ganz so zusammen. Na, ich kommt jetzt das Spielsystem von ihm nicht ganz so entgegen. Das können wir ändern. Vielleicht in den vorherigen Spielen. Da müsst ihr vielleicht mal ein bisschen auf. Es ist halt relativ wenig. Masse auch, ja. Vorne ist wirklich gerade ein bisschen das Problem, dass ich die Anspielstation. Ja, sie laufen sich auch hinten rum fest, weißt du? Und dementsprechend hast du halt nach vorne. Auf Dach! Wenig Optionen, weil sie ja. So, jetzt. Aufgrund des Drucks vom Gegner. Ja, ja, da ist schon vorbei. So. Na, die müssen ja nach hinten arbeiten, ist ja ganz klar. Ist auch schön und gut, wenn sie es machen, aber es ist halt scheiße, wenn nach vorne. Gar nichts zur Verfügung ja, steht. Und was macht ein guter Trainer da? Genau, er lässt einfach weiterspielen. Natürlich. Och, komm eh, da warst du doch dran, mein Freund. Ja, der war dämlich von mir. Ach, der war noch dämlicher? Oh ja, wenn's da leckt, da kommt Freude auf. Da bleibt mal kurz ein Herzschlag aus. Alles ist im Griff, ja. Und dann haben wir das auch schon wieder verloren, den Ball. Jetzt ist er gerade ziemlich am Drücker, wobei das ja eigentlich meistens so meine Phase ist. Dann. Ja, zweite Halbzeit vor allem. Zweite Halbzeit, der Gegner ist im Kommen. Spätestens bei der Ecke wird das Tor fallen. Was ist passiert? Oder vielleicht dafür? Lauf, Aubameyang! Du bist doch so schnell, hast du gesagt. So, jetzt Tor. Schuss. Ende. Scheiße. Pause. Hier, man muss auch mal wissen, wann Schluss ist, ne? So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie werden live Zeuge einer Einwechslung. Ja, da kann man aber mal kurz einen Blick drauf werfen. Ja, genau, so hier meine hat. Mannschaft, der Rest der Truppe. Ah, ich will Gas geben, weil du hast ja, noch 25, Dante habe ich ja 22 Sekunden. Rausgeschmissen. Ne? Ja, nachdem er mehrmals Scheiße gebaut hat. Richtig, vor allem in der Abwehr. Wo es weh tut. Ja, da musst du auf Sieg gehen, Alter. Da musst du echt einen. Los geht's. Wollte ich gerade sagen. Da musst du einfach mal über deinen eigenen Schatten springen. Und ja, ich meine, der Schatten war schon übersprungen, als ich ihn gekauft habe. Ja, vor allem, der Schatten ist ja nicht so groß. Und das sah ich. Von wem jetzt? Vom Götze. Achso, ich dachte meiner. Nein, von Götze. Oh, komm. Ah, jetzt aber. Oh, starker Ball. Starker Ball, er muss nur noch ankommen. Ja, der. Eieieiei. Oh, ich sehe gerade Leighton Baines. Ich glaube, von wenn man ein englisches Team hat, ist der auf der Position so ziemlich das Beste, was man kriegen kann. Habe ich nämlich auch. Ich habe ja mehrere Mannschaften. Ich spiele jetzt natürlich mit einem Bundesliga-Team, einfach weil ich die Bundesliga eigentlich am nicesten finde. So, das gibt das 2-0. Habe ich doch gerochen. Scheiße aber auch. Ich werde dich hier mit Eiskuh-Kommentator feuern. Never change your winning system und prompt sitzt du da. Ja, und wir sehen zu, was das führen kann. Ja. Ja, aber du deine weißt Aura. Ja, du weißt ja, ein Boxer, der trommelt, ist immer am gefährlichsten. Genau. Oder ja. So ähnlich. Hast du wieder was getrunken oder was? Ja, irgendwie. Aber das war keine Spreit. Das war Sprit. Ja, das glaube ich auch. So, Kollege, pass auf, was du machst. Ja, nicht den hab ich! Timmel! Und jetzt. Oh, was nee, tut er? Ernsthaft? Oh, komm eh. Lüpfer! Oh Mann! Warum machst du doch nicht gleich hier mit in Seitfallzieher, wollte ich doch machen, aber er hat sich getan, die blöde Sau. Alter, so frei. Ah, was tut er denn? Mensch! Das Thomas! Manu! So frei im 16er die Chance nicht benutzt. Das Manu, Manni! Oh nein, das können wir jetzt gar nicht machen. Was hat er gesagt? Ja, der Tina hat gesagt, das können wir jetzt nicht so machen. Ja, hab ich doch gesagt, Mann. Hast du mich einfach nicht gehört? Lauf, Güni! Kologe. Also mal so, jetzt hat er auch ein bisschen Problematik. Nach vorne. Uhr.
ist die Abwehr doch ein bisschen, aus dem Grund auch immer, ein bisschen anders aufgestellt. Oh! Ah, klassische Fail. Ein klassischer Playgestalt, ja. Wenn man so will. Mein Gott. Es sollte einfach mal eine Aluminium-Statistik in FIFA geben, ne? Ich glaube, ich wäre führend. Ich wäre da ganz weit dabei. Ja. Auch schön abgelegt, wenn das noch Absicht gewesen wäre, dann wäre es noch besser. Es war Absicht, der Ableger war Absicht, aber es war dahinter die Idee, das Tor zu treffen. Ach so, auch ja, noch. Ich wollte noch ein Tor schießen. Ja, aber guck, jetzt hat er schon ein bisschen Problematik, hintenrum durchzukommen. Ja, ich weiß nicht, hast du auf Pressing? Nö, nicht. Ich presse nie. Also ich meine, das Team an sich. Das Einzige, was ich presse, ist, sind Orangen. Da ja, möchte jetzt ich jetzt nichts zu sagen. Warum? Ja, du weißt warum. Warum? Ja, verdiene ich jetzt nicht. Ja, so langsam können es knapp werden. Alter, was ist denn das für ein geiler Ball? Jambolani. Alter. Jumbo. Alter. Hä? Hab ich den reingeschossen? Gut, wenn der direkt gewesen wäre, wäre es verdient gewesen. Leute, das ist so traurig. Also ein trauriger Moment. Nee, das war doch der. Der sah aus wie der WM-Ball von 2006. 2002. Das ist der WM-Ball von 2002. Man weiß es nicht. Kam da ein Update? Hab ich was verpasst? Das ist der. Nö, den gab's schon lange. Und wieder das ist. In FIFA gibt's den schon lange. Echt? Ja. Warum haben wir den nie ausgewählt? Weil du geschlafen hast. Wahrscheinlich nicht freigeschaltet, oder? Weil das ist der. Was für ein Ball. Was für ein Ball. Adidas. Ah! Zum Glück ist mein Kopfballspieler vor weg. Nein! Nein! Everything is under control. Oh, come on! What are you doing? Kollege. Oh oh. Lauf! Ah, Jack Wilshere, sehr starkes Spiel. Und dann so was. Ach, guck da, dieser Zug. Leute, das gibt's doch nicht. Jetzt läuft's aber alles voll gegen uns, ne? Ja, das ist halt immer das Gleiche, wenn du dann einmal irgendwie 2-0 im Rückstand liegst und dich dann nicht anständig zurückkämpfen kannst, dann spielt das ganze Team nicht mehr mit und dann läuft da gar nichts. Dann kannst du probieren, was du willst und irgendwie die Mentalität der Spieler einfach. Weißt du, das Momentum schwappt dann total auf den Gegner und da hast du gar keine Chance mehr. Du kannst machen, was du willst. Ja, probieren wir nochmal. KSI, ja. Ich ja nicht zum ersten Mal, ne. Irgendwann funktioniert's. Abseits. Oder nicht. Ist egal, spielt eh keine Rolle, kommt eh nicht ran. Ja. Ach, Leute. Gott sei Dank nur 3 Minuten noch Nachspielzeit, dann ist vorbei. Das ist super. Hallo? Da ist noch alles drin. Vielleicht. Später. Also mit dem 2-0 jetzt noch in der 89. Da hätte ich ja noch gesagt, okay. Ne? Ach komm ey, das gibt's doch. Jetzt rennen sie sich selber nochmal einen Haufen, ey. Das gibt's doch gar nicht. Also mit 5-0. Sag mal! 5-0 wäre übertrieben gewesen. Schöne Scheiße! Ja, liebe Freunde. Das war mein letztes Co-Kommentar, befürchte ich. Ja. Das blaue Auge hast du dir redlich kommentiert. Ja, so kann man es auch sagen, ne? Ja, wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, auch wenn es eine Niederlage war, die erste in Liga 2, scheiß drauf. Ja, wird wahrscheinlich auch nicht die letzte bleiben. Hoffen wir mal nicht, Alter. Ja, hoffen wir es nicht. Sag doch nicht sowas! Aber wahrscheinlich wird es nicht die letzte bleiben. Naja, wir werden sehen, wie es im nächsten Spiel läuft. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben nicht vergessen oder ein kleines Abo, ne? Würde mich freuen. Und wir sind hiermit raus. Tschüss!